Die deutsche Deklination ist einfach. Genau das möchte ich dir in diesem Video beweisen. Falls du der Meinung bist und dir dein Lehrer das bisher so erklärt hat, dass du 100 Tabellen brauchst und alles irgendwie andere Endungen hat, dann zeige ich dir in diesem Video, das ist falsch. Alles, was du brauchst, ist eine einzige Tabelle. Und das Beste ist, ich garantiere dir, du kennst sie schon. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Wenn dir dieses Video gefällt, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn dann lösen wir deine Probleme mit der deutschen Grammatik gemeinsam. Und heute erkläre ich dir die deutsche Deklination. Ich erkläre dir das System dahinter. Denn dein Lehrer hat dir vielleicht bisher immer zu jedem Artikel eine unterschiedliche Tabelle gezeigt, dann noch eine unterschiedliche Tabelle zu allen unterschiedlichen Pronomen und so weiter. Und in deinem Kopf fühlt sich das an wie 100 Tabellen und alles unterschiedliche Endungen. Du brauchst sie alle nicht, du brauchst wirklich nur eine einzige Tabelle und das funktioniert für alle Artikel und auch bei den meisten Pronomen sowie in etwas abgewandelter Art und Weise auch bei den Adjektiven. Damit ich dir jetzt genau zeigen kann, wie das System der deutschen Deklination funktioniert, dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. Schauen wir uns als erstes die Tabelle an, die du in- und auswendig lernen musst. Wenn ich dich nachts um 3 frage, aufwecke und dann frage, was ist der bestimmte Artikel im Dativ maskulin, dann musst du sofort sagen können, das ist dem. Denn die komplette Deklination funktioniert anhand dieser einzelnen Tabelle. Mehr brauchst du nicht. Deswegen schauen wir uns die nochmal ganz genau am Anfang an. Im Nominativ ist es der Mann, die Frau, das Kind und die Eltern. Also der, die, das, die. Im Akkusativ wechselst du nur maskulin. Der wird zu dem, der Rest bleibt gleich. Dativ wird zu dem, der, dem, den. Und Genitiv zu des, der, des und der. Falls du diese Tabelle noch nicht in- und auswendig kennst, dann ist es jetzt Zeit dafür, diese Tabelle in- und auswendig zu lernen. Denn alle anderen Deklinationen, alle anderen Artikel, sie benutzen immer die Endungen der bestimmten Artikel. Das ist immer so und das ist ganz einfach. Ich zeige es dir jetzt hier anhand der Tabellen. Unbestimmter Artikel haben wir der, die, das, die und dann ein. Hier musst du nur wissen, das Maskulin-Neutral-Nominativ gibt es gar keine Endung. Also das ist der Unterschied. Gibt es keine Endung, das musst du wissen. Aber gibt es eine Endung, dann ist das ganz einfach immer die Endung vom bestimmten Artikel, wie hier das E von die. Akkusativ genauso. Den, also auch einen. Die, also eine. Und hier musst du wissen, neutral, gar keine Endung. Im Dativ, da benutzen wir überall Endung, dem, also einem, der, also einer, dem, also einem. Und auch im Genitiv funktioniert das genauso, eines, einer, eines. Hier musst du im Plural noch wissen, unbestimmte Artikel gibt es im Plural nicht. Schauen wir uns auch die anderen Artikel noch an. Hier den Negativartikel kein, Nominativ, da musst du wissen, maskulin neutral keine Endung, ansonsten aber ganz genau die Endung wie im bestimmten Artikel, die, also keine und Plural auch keine. Auch hier im Akkusativ das einzige hier keine Endung, ansonsten ganz genau die Endungen. Auch im Dativ immer dieselbe Endung wie der bestimmte Artikel. Auch im Genitiv funktioniert das. Das geht auch bei den Possessivartikeln. Der, also mein, meine, mein, meine. Hier musst du wieder wissen, da kommt keine Endung. Ansonsten passt das zu 100%. Spätestens hier solltest du das System jetzt erkennen. Es sind nicht hunderte verschiedene Tabellen, die du lernen musst, sondern immer nur die eine und die Endungen sind immer gleich. Das funktioniert bei allen Artikeln so. Schauen wir uns jetzt auch noch die Pronomen an, denn selbst bei den Pronomen funktioniert das meistens sehr, sehr gut. Als erstes Possessivpronomen.
Hier siehst du auch die Endung. Im Nominativ haben wir der und das wird zu meiner. Die, meine. Das zu meines oder meins. Auch hier sehen wir das S. Die wird zu meine. Und auch beim Akkusativ, dem Dativ und dem Genitiv funktioniert das wunderbar. Und schauen wir uns mal die Relativ- und Demonstrativpronomen an. Die sind sogar im Nominativ, Akkusativ und Dativ, Singular, komplett identisch mit den bestimmten Artikeln. Nur im Plural-Dativ musst du ein bisschen aufpassen, denn hier kommt zu dem den noch ein extra en hinten dran, denen. Und im Genitiv siehst du auch, die sind eigentlich identisch, aber hier kommt immer noch die Endung hinten dran. Und das S muss verdoppelt werden. Aber grundsätzlich siehst du, das ist dasselbe System. Im Genitiv musst du ein bisschen aufpassen, im Dativ Plural, aber ansonsten ist das dasselbe System, dieselben Endungen, dieselben Formen. Und auch bei den Personalpronomen siehst du hier klar das System. Hier ist es ein bisschen komplizierter, aber trotzdem, man kann es sehen. Nominativ, maskulin haben wir der und es ist er. Die ist sie, das ist es. Und auch im Plural ist es wieder sie. Und auch hier selbe Endung. Akkusativ, den, also ihn, die, sie, das, es, die, sie. Und im Dativ haben wir genau dasselbe. Dem zu ihm, der, ihr, dem, ihm. Und den ist dann ihnen. Also hier, sobald du die bestimmten Artikel kennst, dann hast du eigentlich kein Problem mehr, was hier vor allem im Dativ die Endung sein muss, wenn du dir unsicher bist. Ihm, ihr, ihm, was war jetzt richtig? Es ist genau dasselbe wie bei den bestimmten Artikeln. Und ich hoffe, spätestens jetzt stimmst du mir zu, die Deklination ist eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt erkennst du das System hinter der deutschen Deklination. Da bin ich mir sicher. Es bleibt aber noch eine Frage offen. Funktioniert das Ganze auch mit der Adjektivdeklination? Ja, es funktioniert. Aber man braucht noch ein bisschen extra Wissen dazu. Und genau das erkläre ich dir in einem separaten kleinen Minikurs in meiner Easy Deutsch Akademie. Dieser Minikurs ist komplett gratis. Ich verlinke ihn dir hier in dem Video. Du musst dich da einfach nur anmelden. Und als Bonus lege ich dir noch obendrauf, neben der Erklärung zur Adjektivdeklination, auch eine 4-Schritte-Regel, wie du ganz einfach immer den richtigen Fall bestimmst und einen kleinen Artikeltrick, wo ich dir zeige, wie du ohne im Wörterbuch nachzuschauen, immer mindestens 75% aller deutschen Artikel richtig rätst. Also melde dich jetzt für den kostenlosen Minikurs an.